Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten Raid-Test für Patch 9.1 Sanktum der Herrschaft. Heute geht es um den ersten Boss im Raid und zwar der Tarakru. Was ihr direkt schon mal wissen müsst, ist folgendes, denn ihr könnt euch Anima-Boni von den Trash-Mobs vorm ersten Boss im Sanktum der Herrschaft holen. Ihr habt richtig gehört, Anima-Boni könnt ihr euch tatsächlich holen. Ihr könnt auch diese Anima-Boni wieder entfernen beim sogenannten Anima-Schröpfer, der auch vorm ersten Boss rumsteht. Zumindest hier auf dem Patch 9.1 PTR war das der Fall. Und deswegen solltet ihr erstmal 4 Infused Goliaths töten, oder Koloss oder wie auch immer die heißen im Deutschen. Denn diese guten Boys droppen dieses sogenannte Anima-Zeugs, was man auch aus Torghast schon kennt. Es ist aber ein bisschen anders, man kennt vielleicht den ein oder anderen Boni auch aus Torghast, aber die sind ein bisschen anders hier im Raid. Ich würde sagen, Ticken stärker gemacht. Und ja, ihr könnt euch maximal wohl nur 4 Anima-Boni holen, weil hier stehen nur 4 Goliaths rum, die man auch erstmal töten muss, um dann diese Anima-Boni sich zu holen. Und wie gesagt, falls sie euch eventuell nicht gefallen, könnt ihr zum Anima-Schröpfer hinlaufen und sie wieder resetten lassen. Dann müsst ihr aber wieder zurücklaufen, einmal im Kreis, das dauert halt auch alles, dann wieder die 4 Anima-Boni wieder zusammenzuholen, weil ihr tötet diese Goliaths ja nicht auf der einen und derselben Stelle. Hier, da war auch noch so eine Seele, aber keine Ahnung, was die macht. Ist auch egal, jetzt geht's schon in den Boss rein mit 4 Anima-Boni. Im Idealfall hat jeder 4 Anima-Boni. So, und da sind wir auch schon beim Tarakru. Und jetzt kommt hier Raubtierheulen, das bewirkt einfach nur, dass zufällige Spielercharaktere diesen komischen liedernen Kreis um sich haben und deswegen solltet ihr euch auch schon direkt verteilen, denn wenn ihr euch nicht verteilt, viert ihr euch gegenseitig, also versetzt euch gegenseitig in Furcht und könnt nichts machen und seid aus dem Spiel raus. Deswegen bitte immer schön verteilt stehen und das sind auch Magieeffekte, diese Kreise, diese liedernen Kreise und deswegen solltet ihr da im Idealfall als Heiler instant reindispellen, denn Massenbannung vom Disziplinpriester ist zum Beispiel sehr, sehr stark. Und ja, einfach damit diese lilanen Kreise instant weg sind, weil das tickt halt auch ziemlich hart rein, ne, auf diesen Spielern, auf denen das halt ist. Und wie gesagt, diese Spieler, die es haben, bitte nicht in der Gruppe irgendwo stehen, denn sonst trollt ihr hart rein und fiert die ganze Zeit eure ganze Gruppe weg. Und dann kommen auch noch diese komischen Sachen hier vom Himmel herab, wo man sich reinstellen sollte. Ich glaube, da kann man sich 5 Stacks insgesamt holen, deswegen würde ich euch einfach empfehlen, so viel möglich da reinstellen. Am besten wahrscheinlich auch die Tanks oder gerade der Tank, der nicht den Boss tankt. Man braucht hier auch 2 ja, Tanks für diesen Boss, weil das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man da abspottet. Im richtigen Moment ist so ein typischer Sportboss mal wieder, man kennt es. Und deswegen bitte, bitte macht es mit 2 Tanks. Und wie gesagt, diese lilanen Pfeile immer schön gespreadet stehen, verteilt stehen und am besten, wenn ihr krasse Heiler habt, displayen die euch instant und dann ist es auch weg. Wie gesagt, das ist ein Magieeffekt, das kann man einfach weg entfernen. Ja, ansonsten gibt es noch eine letzte Mechanik im Prinzip oder 2 Mechaniken gibt es noch. Zum einen Ketten der Herrschaft, es wird immer mal ein zufälliger Spielercharakter anvisiert von Ketten der Herrschaft und dann müsst ihr quasi zwischen euch und dem Boss einen Spielercharakter in der Mitte haben. Damit ihr quasi diese Ketten, der ewig hier seht ihr es jetzt da, dieser Totenkopf wird quasi von diesem Typen anvisiert, der den Pfeil hat. Und das wurde quasi auch so ein bisschen abused, weil der Totenkopf-Spieler hat bei uns einen krasse Anima-Boni bekommen, dass er immun ist gegen Furchteffekte und Stun-Effekte. Und da kann man das quasi schon abusen mit einem Anima-Boni. Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache ist. Ich glaube fast nicht. Vielleicht wird das auch noch geändert. Aber wir haben quasi eine Mechanik komplett gecheased sozusagen, weil wir einfach quasi diese Mechanik ignoriert haben und wir halt immer schön, wenn jemand diese Kette hatte, immer es schön auf diesen Spieler dahin drauf gemacht hat, auf diesen Nairquake, weil der hat halt eine krasse Anima-Bohne gelootet, dass er immun gegen Stun- und Furchteffekte ist und diese Kette ist quasi ein Stun-Effekt. Und ja, wenn ihr halt irgendwo außerhalb steht mit dieser Kette, keinen Spielercharakter zwischen euch und dem Boss habt, dann seid ihr einfach One-Shot. Ich habe selbst probiert, ich war dann einfach One-Shot. Man hat nämlich erst, glaube ich, gesagt, einfach von der Gruppe weg-aimen, aber das bringt ja nichts, weil dann stirbt man einfach dran. Und deswegen, wahrscheinlich auch wenn man nicht diese krasse Anima-Power hat, sollte man wohl einfach irgendeinen Spielercharakter abschießen, der vielleicht eine Immunity hat. Gottesschild vom Paladin geht wahrscheinlich, Segen des Schutzes geht, glaube ich, auch vom Paladin. Was es halt sonst noch so gibt, einfach Immunitäten. Und ja, ab und zu macht er auch den Todesgriff, den sollte man laut Dungeon Journal sogar interrupten können, also unterbrechen können, ging glaube ich nicht und war auch ziemlich schnell. Und ansonsten, da seht ihr es jetzt wieder, der Typ, der einen Pfeil hatte, hat einfach sich hinter den
Spieler gestellt, der einen Totenkopf hat und ihn quasi abgeschossen, weil er eh immun ist gegen diese Kette. Und das ist hier sozusagen die letzte Fähigkeit, diese hungernde Nebel. Hier erscheint immer irgendwo ein Licht, da müssen alle hin, so schnell wie möglich. Ist okay, wenn er kurz durchs Schwarze läuft, Hauptsache er steht in dem Licht drinne. Wenn er da nicht steht und der diesen Cast durchmacht, könnt ihr, glaube ich, instant sterben. Und deswegen in dieser komischen, dunklen Phase immer bitte ins Licht, so schnell wie möglich rennen. Und dann seid ihr sicher, ja, ab 10% macht ihr übrigens einen Stun. Jetzt haben wir schon ein bisschen früh BL gezogen, eigentlich wollten wir ab 10% BL ziehen, weil ab 10% stunt der Boss uns alle für 4 Sekunden oder 6 Sekunden. Und der Kerkermeister, aka der Jailer, entzieht uns diese ganzen Anima-Boni, die wir quasi gesammelt haben von den Trash-Mobs vom ersten Boss. Und jetzt haben wir, oben rechts sieht man es auch, jetzt habe ich 0 Anima-Boni, jeder hat 0 Anima-Boni. Und jetzt macht der Boss quasi One-Shots gefühlt. Ihr seht, die Tanks sind direkt instant gestorben, ein Hit, instant tot. Und in dieser Phase ist es wohl einfach so, dass man den Boss kiten muss, auf Reisen gehen muss. Ja, mich hat sie auch erwischt. Ich dachte, ich hätte noch keine Akro, aber anscheinend, wenn man in Midi-Range von denen ist, switcht der instant um. Und deswegen müsst ihr ab 10% einfach wohl kiten. Macht die Fliege so weit wie möglich weg vom Boss. Milis haben wohl die Arschkarte gezogen. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben ihn auch tatsächlich sogar gelegt auf dem PTR. Stresstest quasi oder Test auf Heroisch. Und hier gibt es sogar auch schon Drops. Ein Schild ist getroppt auf Heroisch. 239 Item-Level droppt auf Heroisch von den ersten 8 Bossen. Und ja, zweimal das gleiche Schild, man kennt es. Vierter Platz in der DPS, wie gesagt, Fire Mage wurde eh genervt, aber man kann immer noch vernünftigen Damage machen als Fire Mage. Und man muss dazu sagen, Anima Boni beim ersten Boss ist auch ein bisschen komisch. Und wenn er den ersten Boss übrigens hier tötet, gibt es hier ein Portal und da geht es dann wohl auch schon weiter, zu den nächsten Bossen halt. Und wie schon gesagt, ist es ein bisschen komisch, dass man den ersten Boss mit Anima Boni spielt, weil Anima Boni sind, glaube ich, ziemlich unbalanced von Klasse zu Klasse. Aber auf jeden Fall interessante Sache, ja, mit Anima Boni mal den Boss töten oder mal einen Boss gemacht. Ich glaube, sie machen das aber wirklich nur für den ersten Boss quasi als kleiner Gag, weil der erste Boss ist für gewöhnlich eh nicht weiter interessant. Der ist, war noch nie groß herausfordernd, weil es halt der erste Boss ist, der sollte schon relativ leicht sein und schnell fallen. Und deswegen haben sie wohl da einfach sich gedacht, komm, wir machen mal so einen Fun-Boss draus mit Anima-Power rein. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass es Leute geben wird, die dann ewig lange diese 4 richtigen Anima-Boni unbedingt farmen wollen oder sammeln wollen, um den perfekten Lock zu fahren, beziehungsweise um Erster im Damage-Meter zu sein, weil es gibt ja immer unterschiedliche Anima-Boni, die man bekommt. Und man kann sie ja da auch resetten mit einem Anima-Schröpfer. Und es wird vielleicht viele Gilden auch abfacken, wenn es dann so Leute geben wird, die da erstmal ewig lange im Kreis rennen, bis sie die richtigen Anima-Boni gefunden haben. Und natürlich auch das mit den Ketten der Ewigkeit, dass man diese eine Mechanik quasi einfach cheesen kann. Ob das so alles live geht, ja, vielleicht entfernen sie diese Anima-Power wieder, dass man nicht mehr einfach immun gegen Furchteffekte und Betäubungseffekte ist, weil diese Kette ist, glaube ich, ein Betäubungseffekt. Und dass man die nicht einfach ignorieren kann, ja. Das macht ja auch irgendwo nicht Sinn. Und zu guter Letzt freue ich mich natürlich auch noch auf die mythische Version von diesem Boss. Bin mal gespannt, was da die mythische Fähigkeit von diesem Boss ist. Und wird auf jeden Fall spannend. Und ich bin mir sogar sicher, dass da noch das ein oder andere geändert bzw. angepasst wird. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, eigentlich ein ganz cooler erster Boss. Und ja. Ansonsten, Freunde, soll es das auch schon gewesen sein von diesem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne noch liken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.